lebendig. Eine ganz besondere Sendung, was er sagt, ist Gesetz. Das war beeindruckend. Sie ist die meistdiskutierte Frau. Bekannt wurde er durch sein total ehrlich und unerwartet. Kraft und Energie. Viele laute Töne gibt es genug. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, die ganz anders aussieht, als Sie es von uns gewohnt sind. Den Gast allerdings haben Sie an dieser Stelle schon einmal gesehen. Es ist Altkanzler Helmut Schmidt. Was Sie jetzt sehen, sind Ausschnitte aus einem Gespräch, das ich im Januar in seinem Privathaus in Hamburg führen konnte, und zwar einen ganzen Tag lang anlässlich eines Buchprojektes. Dementsprechend weit gefächert sind die Themen, zu denen er sich äußert. Über Politiker von heute wie Gerhard Schröder und Edmund Stoiber, Politiker von damals wie Franz Josef Strauß und Willy Brandt und natürlich zur eigenen Person, Helmut Schmidt. Machen Sie gerade Wahlkampf für Schröder? Nein, mache ich. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren mich an keinerlei Wahlkämpfen beteiligt. Mhm. Überhaupt nicht. Wenn er Sie bitten würde? Würde ich auch nicht tun. Warum nicht? Weil ich nicht zurückkehren möchte in die Tagespolitik. Sie haben ihn 98 gleichwohl unterstützt öffentlich. Ja, ich habe das getan, indem ich auf dem Parteitag für 10 Minuten oder eine Viertelstunde aufgetreten bin. Das ist kein Wahlkampf. Ja, aber ist es aufgefallen, dass Sie es mit den Vorgängern einfach nicht getan hatten? Ja, insofern hatte ich auch guten Grund, es nicht zu tun. Ja, aber wenn er Sie jetzt wieder bittet in einer schwierigeren Lage. Nein, ich bin 83, hören Sie mal auf. Egal, was Sie sagen, ein Wort von Ihnen hat natürlich großen Einfluss. Also er wird Sie darum bitten. Das glaube ich nicht. Einfluss nehme ich durchaus auf die deutschen Dinge, dadurch, dass ich Bücher schreibe und dadurch, dass ich in der Zeit Artikel veröffentliche und dadurch, dass ich mit Ihnen rede. Natürlich hat das Einfluss und das hat auch durchaus politische Hintergedanken. Was kann denn Schröder besser machen als Stoiber? Wo ist der Impuls, Bei beiden fehlt für mich ein entscheidendes Element. Helmut Kohl hat auf dem Papier einige 4 Millionen Arbeitslose hinterlassen, in Wirklichkeit 5,5, beinahe 6 Millionen Arbeitslose. Das ist eine kardinale Erkrankung der deutschen Gesellschaft. Die hat mehrere Ursachen, nicht nur eine einzige. Mhm. Eine solche Arbeitslosigkeit haben wir in diesem Ausmaß, abgesehen von der ersten Nachkriegssituation, ein halbes Jahrhundert lang nicht gehabt. Und jetzt ist nichts Entscheidendes bisher passiert. Und ich höre weder von Stoiber noch von Frau Merkel noch von Schröder, was sie eigentlich tun wollen, um das zu ändern. Und Stoiber kann immerhin verweisen auf Bayern. Ja, mit einer rekordniedrigen. Das ist seine Leistung. Dass es den Bayern gut geht, ist nicht die Leistung von Stoiber. War es denn auch nicht der Fehler von Schröder, dass die Niedersachsen eine hohe Arbeitslosigkeit hatten? Nein, das hat er. Aber dann hat man ja, dann ist das kein relevantes Kriterium. Denn dann kann ja ein Chef, ein Kanzler oder ein Ministerpräsident an diesen wesentlichen Daten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Bundeskanzler kann enorm was ändern. Der Ministerpräsident von Sachsen oder von Thüringen oder Bayern oder Schleswig-Holstein oder wie diese ganzen Länder heißen, diese Bundesländer, der kann keine Wirtschaftspolitik machen. Das bilden Sie sich nur ein und sagen es auch dem Wählervolk, aber bestimmt nicht. Es wird einige geben, die sagen, der Wahlkampf Stoiber-Schröder, das ist so eine Neuauflage von Schmidt-Franz Josef Strauß. Wäre das eine grobe Beleidigung? Das wäre keine Beleidigung und schon gar keine grobe, aber es wäre ein Irrtum. Nichts Vergleichbares? Die Situation völlig verschieden. Mhm. Völlig verschieden. In einem Punkt gibt es eine momentane Vergleichbarkeit, was das Ökonomische angeht. Als Strauß gegen mich antrat, das war 1980, fanden wir uns auch in einer Weltrezession. Das war die Folge der Ölpreisexplosion. Und jetzt sind wir wiederum in einer Weltrezession und die wird auch im Herbst des Jahres 2002 keineswegs überwunden sein. Aber das ist die einzige Parallele. Haben Sie ernsthaft geglaubt, Strauß könnte Kanzler werden? Wie bitte? Haben Sie ernsthaft geglaubt, Strauß könnte Kanzler werden? Nein, nein, im Ernst habe ich das keine Sekunde geglaubt. Dazu war ich zu Na? Selbstbewusst. Ja. Nee, habe ich nicht geglaubt.
Am Nachmittag des 16. Mai 1974 leistet der Finanzminister Helmut Schmidt vor dem Bundestag seinen Eid. Mit 267 gegen 225 Stimmen wird er zum Bundeskanzler gewählt. Von der Diplomatentribüne des Plenarsaales aus und in Gesellschaft seiner Sekretärinnen freut sich Ehefrau Hannelore über den neuen Status ihres Mannes. Sie zahlen einen Preis noch heute für das Amt, was Sie lange schon nicht mehr haben. Das ist an diesem Haus ersichtlich. Es gibt Bewacher, es gibt eine Limousine, die so schwer ist. Wie viel wiegt sie, Ihr Auto? Keine Ahnung. Ein paar Tonnen werden es sein. Ja, kann sein. Sie ist bis heute noch gepanzert. Sie können darauf nicht verzichten oder Sie dürfen nicht? Oder haben Sie sich so daran gewöhnt, dass es schon unerheblich ist? Weder können noch dürfen, sondern das ist viel einfacher. Das Bundeskriminalamt bewertet die Gefährdung von Personen. Mhm. Und die haben mich da in die oberste Gefährdungsstufe einrubriziert und da bin ich immer noch drin. Und Sie, wenn Sie da hingehen und sagen, ich möchte keine Bewacher mehr dann haben? Würden Sie es vielleicht eine Zeit lang Auseinandersetzung geben mit dem Bundesinnenminister, der dafür zuständig ist. Aber letzten Endes würde er das wahrscheinlich akzeptieren. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde auch nicht, dass das ein Opfer ist. Ich meine, die Sicherheitsbeamten sind eine große Hilfe. Mhm. Nicht? Die halt machen einen die schwere Autotür auf. Die checken einen ein am Flughafen, wenn man irgendwo hinfliegen will. Sie haben sich daran gewöhnt. Ich habe mich sehr daran gewöhnt. Und wie gesagt, hier da oben hängt einer mit Namen. Gehören quasi zur Familie. Das Auto hat den Nachteil, Sie können es nicht fahren. Das ist auch wirklich der einzig große Nachteil. Ich würde ganz gerne Auto fahren. Fahren Sie gut? Wie bitte? Fahren Sie gut? Ich bilde mir ein, dass ich sicher fahre. Die Kraftfahrer und die Sicherheitsbeamten, denen sträuben sich die Haare, wenn sie sich vorstellen, dass ich den Panzer fahren würde. Sie sind nicht viel gefahren in den letzten 40 Jahren. Sie sind nicht viel gefahren in Nein, den letzten selten, ja. 40 Relativ Jahren. Wenig. Vielleicht sind Sie aus der Übung. Nicht ganz, weil ich im Urlaub manchmal selbst fahre, ja. Fahren Sie schnell? Nein, eigentlich nicht. Sicherlich nicht schneller als 103 oder 105 maximal Stundenkilometer. Nee, schneller fuhren nämlich meine Autos nicht. Ich hatte nur so Diesel und die fuhren nicht schneller. Würde es Sie mal reizen, 210 selber zu fahren auf der Autobahn? Nein, würde ich auch nicht. Ich würde auch nicht schnell fahren. Dazu bin ich inzwischen zu alt und zu vernünftig und weiß, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr ganz so ausgeprägt funktioniert wie vor 20 oder 30 oder 50 Jahren. Wissen Sie, dass man manchmal das Gefühl hat, Sie wären schon vernünftig auf die Welt gekommen? Nein, bin ich nicht. Ich bin auch nicht wirklich vernünftig. Ich tue bloß so. Und es sieht auch so aus, als ob Sie erwachsen gewesen wären, schon relativ früh erwachsen. Früh. Das ergab der Lebenslauf in der Nazizeit und der Krieg und die arische, nicht-arische Abstammung und all diese Scheiße. Am 23. Dezember 1918 wird er als Sohn von Gustav und Ludovica Schmidt in Hamburg-Barmbek geboren. Erst spät erfahren Helmut Schmidt und sein jüngerer Bruder Wolfgang, dass der Vater ein Adoptivkind ist. Mein Vater war eine Respektsperson. Ein Vorbild? Nein. Weit weg. Weit weg. Ich hing mehr an meiner Mutter. Mein Vater war weit weg. Wahrscheinlich hat er einen erheblichen Einfluss gehabt, ohne dass mir das bewusst war. War ein sehr disziplinierter Mann, war der Adoptivsohn eines ungelernten Hafenarbeiters, eines Steuereiarbeiters, war in der Schule aber aufgefallen, hat immer Förderer gefunden, die dafür gesorgt haben, dass der Junge eine Lehre bekam, noch dazu im Büro. Und dann haben wieder andere entdeckt, dass er tüchtig war und haben ihn auf ein Lehrerseminar geschickt. Und dann ist er Volksschullehrer geworden. Und dann hat er während seiner Volksschullehrerzeit abends studiert und ist Studienrat geworden. Das heißt, der Mann hat sich hochgearbeitet aus ganz kleinen Verhältnissen. Eine unglaubliche Lebensleistung. Mein Vater hat unter der Drohung durch die Nazis, er war ja nach den Nürnberger Gesetzen ein Halbjude.
Der hat unter der Drohung, dass das rauskam, er hatte seine Papiere manipuliert. Ich habe diese manipulierten Papiere auch benutzt später. Der hat nicht gewusst, dass das ins KZ führen könnte oder sogar noch Schlimmeres, die Folge sein würde, wenn er entdeckt würde. Aber er hatte Angst davor, seine Stellung zu verlieren als Studienrat einer Handelsschule. Mhm. Das hat den Mann zerstört. In welcher Hinsicht? Er hat nach dem Ende der Nazizeit, 1945, da war mein Vater noch nicht einmal 60 Jahre alt, hat er keine Kraft mehr gehabt. Das heißt also, nach den Nürnberger Gesetzen hätten auch Sie dann einen Anteil gehabt. Ja. Sie hatten scheinbar keine Angst. Davor nicht so sehr viel, nein. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Ich bin kein, im Grunde kein ängstlicher Mensch. Können Sie sich überhaupt erinnern, dass Sie im Leben, außer im Krieg wahrscheinlich, vor irgendetwas wirklich Angst hatten? Ja, das Ganze ist ja im Krieg, das spielt im Krieg. Und da war die Angst vor Gefangenschaft oder die Angst vor schwerer Verwundung, die wog jedenfalls schwerer als die Angst, vor der Sie gerade im Augenblick sprechen. Haben Sie jemals einen Menschen getötet im Krieg als Soldat? Mit Bewusstsein nicht, aber feindliche Flugzeuge abgeschossen und da saßen Menschen drin, noch und noch, ja. Mhm. Noch und noch? Ja. Das Bewusstsein, dass da Menschen drinnen sitzen, ist in dem Moment ausgeschaltet, ja, nehme ich an. Richtig. Wann kommt es wieder? Vielleicht nachts. Vielleicht nachts. Sie müssen sich aber ja die Situation so vorstellen, die schießen oder schmeißen Bomben auch auf dich. Ja, ja. Nicht? Das ist, da mischen sich verschiedene Instinkte auch. Das der Selbstverteidigung spielt da wahrscheinlich eine erhebliche Rolle. Ich habe gelesen, dass Sie über das, was Sie im Krieg erlebt haben, eigentlich beinahe Jahrzehnte nicht viel erzählt haben und es erst dann getan haben, als Sie mit Brezhnev zusammensaßen und er wiederum aus seinen Kriegserlebnissen erzählt hat und dass in diesem Moment eher bei Ihnen auch eine Erinnerung zurückgekommen ist, die Sie bis dahin verdrängt oder einfach nur zur Seite geschoben haben? Nein, auch weder noch. Es gab keinen Anlass, darüber zu reden. Aber Brezhnev hatte in gewisser Weise an jenem Abend mich provoziert. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass der Brezhnev, der ein Gemütsmensch war, ein Gefühlsmensch war, dass der gefühlsmäßig verstand, dieser Deutsche, der da redet, die Generation jünger als er selber, der hat auch recht, wenn er von der großen Scheiße des Krieges redet. Der hat auch recht. Der Brezhnev hat gespürt, dem jungen Mann da ihm gegenüber, so jung war ich auch nicht, war damals einige 50, der ist ernst zu nehmen. Später habe ich dann gemerkt, Brezhnev hatte Angst vor einem neuen Kriege. Er hatte Angst vor einem Kriege, vor allen Dingen mit China, aber auch Angst vor einem Kriege mit dem Westen. Und er hatte recht. Und ich habe auch immer Angst gehabt, dass vor Krieg und Zerstörung. Jedenfalls hat das so eine Art Band. Gesprächsbasis, persönliche Gesprächsbasis hergestellt, ja. Ja. Welcher Ihrer politischen Freunde ist zu einem wirklichen geworden? Oder sind es vorher schon gewesen, ehe dass wir in der Politik zusammengearbeitet haben. Aber da gibt es eine ganze Menge. Hans Matthöfer, der eine Zeit lang Finanzminister war, oder Hans-Jürgen Wischnewski, meistens Ben Wisch genannt, oder Hans Apel, der Verteidigungsminister war, oder Schorsch Lieber, der vor ihm Verteidigungsminister war, oder Herbert Wehner und in gewisser Weise immer noch bis zum Ende Willy Brandt. Mhm. Ja, eine ganze Menge. Und hier in Hamburg Dutzende. Weil Sie Willy Brandt erwähnen, bis zum Ende Freund, gab es einen Zeitpunkt in dazwischen, wo Sie dieses Wort einfach nicht mehr benutzt haben, um diese Beziehung zu charakterisieren? Nein, das Wort hätte ich immer noch benutzt, aber das Verhältnis zwischen Willy Brandt und mir hat im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch Variationen, Veränderungen erfahren.
Ich wäre für Willy Brandt in den 60er Jahren durchs Feuer gegangen. Das haben Sie gesagt. Kein Zweifel. Ja. Aber dann, Ende der 60er und in den 70er Jahren, gab es manche Ereignisse, in denen ich anderer Meinung war als Brandt. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Aber in denen ich unzufrieden war damit, wie er mit gewissen Fragen umging. Von 1969 bis 1982, fast 13 Jahre lang, wird Deutschland von der SPD regiert. Helmut Schmidt und Willy Brandt Seite an Seite. Erst Brandt als Kanzler, dann Schmidt. Er war sehr viel weniger gesund, als es der öffentlichen Meinung bewusst gewesen ist. Und ab und zu hatte er Depressionen, in denen er nicht ansprechbar war. Und da war es durchaus verständlich, dass aus seiner Umgebung heraus Leute agiert haben in seinem Namen. Aber seinen Ministern hat das nicht gefallen, soweit sie das durchschauten. Ich war einer von denen, die das durchschaut haben. Wehner war auch einer von denen, die das durchschaut haben. Wenn er nicht ansprechbar war, war er es auch nicht für Sie? Nein, er war überhaupt nicht ansprechbar. Haben Sie mit ihm darüber geredet, über die Situation, dass es dort einen Regierungschef gibt, der in Phasen, in langen Phasen zum Teil, die Regierungsgeschäfte nicht ausführen kann? Ob sie lange Phasen waren, das weiß ich nicht. Tage, Wochen? Ja, Tage wohl. Ja. Vielleicht im Maximum vielleicht 2 Wochen oder so. Nein, wir haben darüber nicht geredet. Er hatte uns gesagt, bereitet ihr mal die Kabinettsbildung vor. Und das haben wir gemacht. Mhm. Aber wenn heute einer, wie Sie vorhin gesagt haben, geschrieben haben sollte, wir hätten das in unserem Interesse getan, das ist falsch. Wir haben es nicht in unserem Interesse getan, aber nach unserem Urteil. Mhm. Wir haben das Kabinett so zusammengesetzt, wie es nach unserem Urteil vernünftig war. Ich würde gerne. Und Brandt hätte es übrigens nicht akzeptieren müssen. Er hätte ja sagen können, nein, das passt mir nicht. Warum hat er es nicht gesagt? Weil er es gut fand. Es hat ihm wahrscheinlich ganz gut gepasst. Brandt verlässt sich auf Schmidt. Die persönliche Freundschaft der beiden aber hat Höhen und auch schwere Tiefen. Professionelle Unstimmigkeiten, die keiner von beiden in der Öffentlichkeit austrägt. Als Willy Brandt auf den Tod krank war, sehr, sehr viel später, mehr als 20 Jahre später, und ich ihn das letzte Mal besucht habe, bin ich in dem festen Überzeugung nach Hause gefahren, dass wir als Freunde voneinander geschieden sind. Und ich glaube, er hat das auch so empfunden. Nein, einen Bruch hat es nicht gegeben. Treuester lebenslanger Begleiter an seiner Seite, Ehefrau Hannelore, genannt Loki, der er zum ersten Mal 1929 auf einem Kindergeburtstag begegnet. Damals ist er gerade 10 Jahre alt. Die beiden heiraten im Juni 1942. So feiern sie in diesem Juni ihren 60. Hochzeitstag. Und die Ära Schmidt ist wohl auch immer ein bisschen die von Loki. Die unmittelbare persönliche Umgebung beeinflusst seine Entscheidung. Ob es die Ehefrau ist, oder ob es der Bruder ist, oder die Freunde sind, oder der Vater, oder die Kinder. Oder die Freundin, das ist ganz sicher so. Das gilt nicht nur für die Ehefrau. Ich habe einen beinahe lebenslänglichen Freund gehabt, er heißt Willy Berkern, ist vor 7 Jahren gestorben. Der spielte keine ganz große Rolle in der Politik. Der saß aber auch im Bundestag. Und war 8 Jahre lang oder 10 Jahre lang Wehrbeauftragter des Parlaments. War auch mal Staatssekretär im Verteidigungsministerium gewesen. Das war ein ganz enger, vertrauter Freund. Ich habe nachträglich begriffen, dass ich ihn eigentlich als meinen älteren Bruder betrachtet oder gefühlsmäßig so behandelt habe, als ob er mein älterer Bruder war. Wir haben häufig am Bramsee in der Sauna zusammen gesessen. Geschwitzt und bei der Gelegenheit geredet und anschließend und vorher. Wir haben in Bonn jahrelang
eine Wohnung geteilt. Der Mann hat einen großen Einfluss gehabt auf das, was ich, obwohl er kein großer Politiker war. Die persönliche Umgebung hat Einfluss. Mhm. Und die Ehefrau hat natürlich Einfluss. Die eigenen Kinder haben auch Einfluss. Meine Tochter, die leider schon seit, weiß ich nicht, 16 oder 17 Jahren in einem anderen Lande lebt, hat immer noch Einfluss auf mich. Wenn sie denn mal kommt und wir reden über ökonomische oder politische Dinge. Das ist klar. Was für Vorstellungen hatten Sie von dem, was man verdient als Politiker? Gar keine. Dann war es eine gute oder eine schlechte Überraschung, als Sie es zum ersten Mal wahrnahmen? Also da würde ich sagen, kein Politiker gleich nach dem Krieg hat Vorstellungen gehabt, was er verdiente. Das war eine zweite Sache. Spielte gar keine Rolle. Nee. Aber es war eine Überraschung, dass wir zunächst mit dem Haushaltseinkommen schlechter standen als vorher. Mit zwei Verdienenden. Das war überraschend. Ja. Sie haben ein Haus am Bramsee. Ja. Es gab ein Grundstück nebenan zu kaufen. Das hätte damals wie viel gekostet? 5.000 Mark? Ja. 5.000 Mark. Ja, eine Wiese an einem kleinen Flüsschen. Und die hätten wir zu zweit kaufen müssen, mein Freund Berkan und die beiden Berkans und wir zusammen. Aber wir haben uns nicht zugetraut, jeder uns zusätzlich mit 2.500 Mark zu verschulden. War Geld Ihnen nie wichtig? Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Ich habe in der Zeit als Minister und später als Kanzler häufig das Gefühl gehabt, unterbezahlt zu sein. Ja. Und was ein bisschen böse auf Menschen, die halb so viel arbeiteten und doppelt so viel verdienten. Ja, ja. Wer war das denn zum Beispiel? Also, ich meine, auch damals haben ja die Manager der großen Unternehmen unglaublich viel mehr Geld verdient als ein Bundeskanzler. Heutzutage ist es ja skandalös. Heutzutage gibt es Vorstände von Aktiengesellschaften in Deutschland, die 20, 30, 40 Mal so viel Geld verdienen, jedes Jahr, wie der deutsche Bundeskanzler. Also es die Konsequenz kann nicht sein, dass der Bundeskanzler so viel verdient, sondern dass man den Managern was wegnimmt. Ja, und jedenfalls sind diese Vorstandsmitglieder zum größeren Teil das Geld nicht wert, was sie sich verschaffen. Das ist diese Habgier, die sich da breit gemacht hat im Laufe der letzten Jahre, herübergeschwappt aus Amerika nach Deutschland, die ist unerfreulich. Helmut Schmidt betont gerne sein bescheidenes Zuhause. Innen drin aber ist das Hamburger Haus voll von Reiseerinnerungen, Porträts und Gemälden von Künstlern, die den beiden im Laufe des Lebens begegnet sind. Da bleibt nur wenig Platz für neue Werke. Wer von Ihnen beiden hat denn diese Bilder in erster Linie gehängt? Das haben wir eigentlich haben wir zusammen gemacht. Ja. Mhm. Eigentlich hängen die allesamt nicht nach irgendeinem Schema. Wie Sie ins Haus gekommen sind, wurden sie hingehängt. Genau so war's. Aber hängen Sie denn auch um? Aber ja. Ha? Wenn ein neues Bild kommt, muss ja für das neue Bild Platz geschaffen werden. Und dann überlegt man, eigentlich könnte es gut dazu passen. Und wollen mal sehen, dieses von Herrn Kaiser da unten, das ist ein paar Mal schon abgehängt worden. Also ein Bild hängt schlecht, das tut mir immer leid. Welches ist das? Das ist da oben die Lilli Palmer. Ja, jedenfalls. Kommt ja gar nicht zur Geltung. Weil es neben dem sehr starken Heilsichter kann es sich nicht behaupten. Das muss eine andere Umgebung haben. Das ist eine Gemeinheit, das da oben hinzuhängen. Das muss auch irgendwann mal geändert werden. Hier ist noch ein Filmschauspieler. Dieses japanische Symbol. Das ist Victor de Cova. Das heißt also, Sie haben aus künstlerischen Gesichtspunkten ausgewählt, aber auch aus freundschaftlichen. Nein, das hat er mir geschenkt. Ja, aus freundschaftlichen, ja, sage ich. Ja. Das hängt da als Unikum. Mhm. Hier gibt es so was wie eine kleine Landschaft, die stammt von Hermann Hesse. Dieses hier? Ja. Das ist Hermann Hesse. Ja. Das heißt also aber wiederum, Sie sagen selber,
Es ist keine große Kunst. Ja. Wieso hängt es also hier? Ja, aber Hermann Hesse ist jemand, den man durchaus schätzen darf. Und dass der so ein durchaus brauchbares Aquarell gemacht hat, das finde ich schon ganz schön. Helmut Schmidts eigentliche Liebe gilt der Musik, mehr oder weniger unfreiwillig. Als er 7 Jahre alt ist, verordnen ihm seine Eltern Klavierunterricht. Die Musik bleibt unentbehrlicher Teil seines Lebens. Wenn man die Musik aus Ihrem Leben streichen würde, wie würden Sie diesen Verlust beschreiben? Ja, das ist praktisch so geschehen, weil ich durch die Beschädigung meines Gehörs keine Musik mehr hören kann. Das ist ein ganz gewaltiger Verlust. Ohne Musik wäre mein Leben ganz anders verlaufen wahrscheinlich. Wie? Weiß ich nicht. Aber was meinen Sie, wenn Sie das sagen? Weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls durch die Musik und von der Musik im Laufe des Lebens immer sehr viel Kraft gezogen, sehr viel Kraft auch zur Gelassenheit bezogen aus der Musik. Welche Art von Musikerinnerung haben Sie im Kopf, wenn Sie sagen, Sie können sie heute nicht mehr hören? Eine ganze Menge. Wenn Sie mir die Noten vorlegen, weiß ich, wie sie klingen würden, wenn jemand sie spielt oder wenn ein Orchester sie spielt. Eine ganze Menge. Ich kann von den Noten auch quasi im Gehirn den Klang mir vorstellen, ohne dass ich ihn wirklich höre. Wenn ich hier am Klavier sitze und vor mich hin fantasiere, weiß ich, wie es wahrscheinlich klingt, aber für meine Ohren ist es schlimm. Klavier kommt mir verstimmt vor, dabei ist es gar nicht verstimmt. Wie hat diese Entwicklung angefangen? Wann hat es begonnen? Das ist schlagartig. Das linke Ohr ist kriegsbeschädigt, das hat nie viel gehört. Ich habe immer das Leben lang mit dem rechten Ohr gehört und das ist an einem Tag schlagartig ausgefallen, ganz und gar. Wann war das? Das ist jetzt wohl 3 Jahre her. Aus irgendeinem Anlass? Nee. Alter. Mit Verlaub, das muss ein gehöriger Schreck gewesen sein. Das war's wohl. Um nicht zu sagen Verzweiflung. Nein, Verzweiflung nicht, aber ein großer Schreck, denn ich war auf dem Wege, auf der Straße, zum Friseur. Und plötzlich merkte ich, dass ich wie ein Betrunkener über die Straße ging, schwankend. Mit dem Gehör war nämlich gleichzeitig das Gleichgewichtsorgan ausgefahren. Später habe ich dann ziemlich schnell sogar gelernt, wieder geradeaus zu gehen. Aber zunächst mal war das ein großer Schreck. Ich habe noch gar nicht begriffen, dass das Gehör weg war. Ich habe nur das Gleichgewicht verloren. Was ist der körperliche Preis, den man zahlt in diesem... Das können Sie am Brand sehen, das können Sie an mir sehen, das können Sie am Wehner sehen. Ein solchen jahrelang, jahrzehntelang Stress halten nur wenige ohne gesundheitliche Beschädigung durch. Scheint so, als ob Kohles durchgehalten hat ohne Beschädigung. Es könnte sein, dass er eine Ausnahme ist. Aber sonst, ist richtig. Der erste Schrittmacher war wohl Ende der 70er oder Anfang der 80er. Inzwischen habe ich schon den 4. Aber Sie leiden damit nicht? Nein, ich leide überhaupt nicht. Sie sind sehr pragmatisch damit schon immer umgegangen. Ja. Dennoch, es gab in Ihrer Kanzlerschaft, Graf Neihaus hat es, glaube ich, einmal dann zum ersten Mal auch geschrieben, die 12 Mal in etwa die Situation, dass Sie das Bewusstsein verloren haben. War das Stress oder was war das? In welchen Situationen ist das passiert? Also 12 Mal ist untertrieben. Und die Ärzte sind sich darüber einig, dass sie nicht herausgefunden haben, was es war. Und zwar, wenn ich sage, die Ärzte, das heißt also Neurologen, Internisten, Kardiologen zusammen. Es waren immer nur kurze Sekunden, nicht? Minuten maximal. Was es war, weiß ich nicht. Ob es Stress war, ob es im Hirn war oder im Schritt beim Herzen war, Sinusknoten, weiß der Kuckuck.
Jedenfalls ist es vorbei. Waren Sie alarmiert, weil Sie, das ist die letzte Frage, einen Kanzler Brandt ja beobachtet haben, der aufgrund auch seiner körperlichen Verfassung in manchen Situationen die Regierungsgeschäfte nicht führen konnte? Nein, ich war nicht. Und das war ja vorher. Nein, ich war nicht alarmiert. Ich habe nur gesagt, du musst einen Doktor bei. Und Sie haben weiter geraucht? Ja, natürlich. Zugelegt? Ja. Also Sie haben Ihre Lebensweise kein bisschen geändert? Nee, das stimmt. Das heißt, Sie haben es herausgefordert? Nein, das ist übertrieben. Ich habe vorher das getan, was ich für meine Pflicht hielt. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Und ich habe nachher getan, was ich für meine Pflicht hielt. Vielleicht war es wiederum übertrieben. Aber warum sollte ich meinen Lebensstil und meinen Arbeitsstil ändern? Nein. Außerdem wäre das den Leuten komisch vorgekommen. Dann hätten die plötzlich gefragt, ist der krank? Stimmt bei ihm was nicht mehr? Ich danke.